Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend. Einfach nicht mehr, schau dich mir einfach mal schnell im großen Licht zum sechsten Spieltag, also zum sechsten Teambuilding vom sechsten Spieltag im United Draft Tournament. Oh yeah. Jo. Wir kämpfen die Woche gegen Blocky. Wir stehen aktuell 1 zu 4. Das ist jetzt nicht so geil für uns. Und ja. Folglich, ein Win sollte mal wieder her. Gegen Blocky soll das mal passieren und wir können mal das Matchup in seinem Team mal durchgehen, würde ich sagen. Also, unser Team kennen wir ja: Lapras, G. Lapras, Trikefalo, Alolas Slymog, wollte ich ja sagen. Galas Junge! Galas Mogmog. Ja. Rihornio, Bronzong, Gautrom, Belektro, Galoppa, Barakiefer, Monte Carlo, Costoso und Triff Zeppeli. Jo. Bei ihm im Team sehen wir G-Max, Deponitox, Jirachi, Mimikma, Gastrodon, Fouillal, Hydreigel, Pantyfrost. Muss ich kurz schlucken. Skalück, Barrikadax, Grandiras, Flampivian und Raichu. Und Leute, diese untere Reihe, also die Free Tiers, das ist brachial. Also wirklich, das ist vermutlich so das beste Free-Tier, was wahrscheinlich irgendwer bei uns in der Liga hat. Diese vier ballern ungemein. Also, da hast du ein schweres Matchup gegen. Dann eben noch G-Max Deponitox, der alles vergiftet, was er mit seinem G-Max-Move angreift. Einmal durch. Ja, Deponitox, der vergiftet, wie gesagt, wie gerade schon gesagt, alles mit seinem Gift-Move. Hat dazu noch einmal recht gute Coverage mit, glaub, Erdbeben kann der, Rockblast, Ableitief, Gigasauger kann der auch. Ja. Sicher noch so Sachen wie T-Spikes und sowas. Und ja, der ist recht bulky, der Junge. Vor allem, was man natürlich auch machen kann mit dem, ist Bruchrüstung Schwächenschutz. Wodurch der, wenn er einmal von irgendwas gehittet wird, wenn es auch nur irgendwie. Oh, keine Ahnung. Ah, okay, lass es ein Erdbeben von Rihonda sein. Das wird er wahrscheinlich tanken, wenn Rihonda nicht voll offensiv ist. Und danach kriegt ihr ein plus 2 Attack, plus 2 Spitz-Attack und plus 2 Speed Boost. Dann kann der mal durchgehen. Folglich, da muss man aufpassen, was man mit dem macht. Dann Raichu ist ekelhaft. Aber gleichzeitig halt auch eins der besten Monster im Draft-Meter. Da sagt man, da kann man absolut nichts gegen sagen. Also. Der kann physisch, der kann speziell, der hat einen riesen Move-Pool. Hat mit Serene Grace plus Iron Head oder Sand Headbutt oder Hard Stamp eben eine Taktik, die zwar ekelhaft ist, aber reliable, also funktioniert auch sehr gut. Der supportet gut, der hat U-Turn. Also man hat bei Raichu eigentlich nichts, was man sich. Also man hat bei Raichu alles, was man sich wünschen will. Und vor allem, Sache ist hier gerade ein schönes Matchup. Wenn man den scarft, ist er auch schneller als Trikefalo. Vorausgesetzt, er ist Full Speed. Aber also spielen wir das mit Full Speed. Und schneller als Trikefalo sein, das ist, wenn wir ihn selbst scarfen wo vielleicht wollen, ist es nie so cool. Müssen wir auch gucken, wie wir das umgehen, falls es so weit kommt. Jo, also ist Mimikma. Mimikmas Fähigkeit wurde in dieser Gen insofern genervt, dass Mimikma ab jetzt, wenn der mit Kostümspuk, Alter, ich kann legit nicht mehr reden. Wenn der Kostümspuk droppt, dass der ein Achtel seiner KP verliert. Stabil. Folglich kann er kein Sash mehr danach haben, was ganz praktisch ist, weil Sash Mimikma war nie irgendwas, wo man jetzt so mehr Bock drauf hatte, weil man das ja zweimal hitten muss. Also zweimal halt quasi, dass halt quasi zwei Sashes hat, ist halt krank. Der lebt halt zwei Hits safe. Und ja, ist kritisch. Dann jetzt haben wir Gastrodon. Gastrodon kann sehr viel in meinem Team handeln. Also allein die obere Dreierreihe, vor allem wenn Lapras in der G-Max ist, habe ich halt einen Freeze-Dry mehr. Wassermoves werden Sturm sogar aufgesogen. Habe ich maximal noch Ice-Moves und ich weiß, ich habe gerade selbst nicht im Kopf, ob die groß 4 drücken. Aber Sache ist halt eben, zum Beispiel, Draco von Trikefalo kann einen
Speziell defensives Herstodon, selbst wenn ich die Drops nicht hätte, nicht Two-Shotten. Also, der ist bulky, der Junge. Die weniger Mons in meinem Team können das Ding wirklich gut hitten. Also, eins davon ist halt Gortrom. Ja, habe ich das auch irgendwie Pflanzenmoves in meinem Team? Ich habe sehr wenig Pflanzenmoves in meinem Team. Ja, also. Gortrom. Dann hat er Fuyal dabei. Er hat Fuyal gedraftet. Ja, prallt an Smogmog recht ordentlich ab, genauso wie an Drift-Zeppeli. Wobei es recht ordentliche Switch-ins für das Ding. Aber man muss ja halt auch beachten, wenn das Ding Spin kriegt, ist ein Speed-Boost und dann wird der echt gefährlich. Weil dann irgendwie, wenn der noch Element ist, der drückt ordentlich Schaden 120 Attack-Base. Also muss man schon aufpassen. No Hyttagear, eines der schnellsten Mons im gesamten Draft-Meter in Gen 8. War es auch schon in Gen 7, aber jetzt ist es halt noch mehr, weil es aber viel weniger schnelle Pokémon gibt. Ich könnte falsch liegen, aber ich glaube, in aktuellen Draft-Meter gibt es 5 Mons, die vom Speed her über 400 auf Level 100 kommen. Und das wären Hyttagear, Zeraora, Dragapult, Ninjask. Und unser Fisch, der gute Barakiefer. Also, ist schon stark, was im Team zu haben. Weil man allgemein halt fast immer einen Mon hat, was schneller ist als das gegnerische Team. Was einfach immens praktisch ist. Also jetzt haben wir dann Pantifrost, der böllert. Der hat, glaube ich, 120 Spezialangriffe oder sowas. Hat einen Step Ice Beam, hat einen Freeze Dry, hat einen Donnerblitz, hat eine Psychokinese, der kann drücken. Das ist auch nichts unterschätzen. Zusätzlich 70 Speed, geht klar vor allem gegen bulkigere Sachen. Vor allem, wenn ich mal so meine Defensive gegen den angucke, die steht da nicht so gut gegen. Wenn ich mal schaue, so, Smogmog will ich keine Psychokinese fressen, Bronzo will keinen Shadow Ball fressen, Rihanna will mal sich keinen Ice Beam fressen, auch kein Freeze Dry, Monte Carlo will keinen Focus Blast fressen müssen. Also, auf die Defensive hittet der schon ordentlich. Dann haben wir sein Tier 5 Pick mit Skullig. Und ja, der steht seiner Vorentwicklung in wenig nach. Der kann halt keine U-Turn, soweit ich weiß. Kann aber trotzdem defoggen. Der hat ein Evolit, also schon mal einen Item-Slot quasi for free. Weil man eben kein anderes Mal im Team hat, was ein Evolit hat. Folglich hat man quasi einen Item-Slot, den man feiert, dass man ja einen Lefties oder Scarf, was auch immer spielt. Scarf Skullig, Leute. Scarf Skullig. Ja, in einem Free. Barrikadax böllert, Garandiras böllert, Flampidian böllert und Raichu böllert genauso. Aber halt nicht ganz so wie die davor. Aber wenn wir es mal langsam durchgehen. Barrikadax hat einmal als Fähigkeit Defiant. Da haben wir zum Glück keinen Bedroher bei uns im Team. Hat als nächste Fähigkeit dann Adrenalin. Wenn man genug im Team was burnen kann, da haben wir Monte Carlo, haben wir Galoppa, haben wir Weezing, haben wir Drift-Zeppeli. Und so ein geburntes Barrikadax macht schon ordentlich Schaden. Also, na halt noch mit Knockoff, Double Edge und Close Combat hält man auch so ziemlich alles, was da irgendwie reinkommen will, Minimum normal effektiv. Also ein schon Unlicht, Unlichtkampf hält man ja schon fast alles außer Fairies und dann kommen ja die Fassade dazu, die eben auch dann so ziemlich alle Fairies gefühlt abdeckt. Also, ja, der ist abartig. Auch wenn er nur 95 Attack Base hat. Und vor allem ist er noch bulky dabei, wie scheiße. Der hat 103 Def, 95 KP Base. Also den kann man auch mal, ein bisschen defensiver spielen, auch mal Bulk Up oder sowas. Auf dem Easy mal spielen. 95 Speed Base, glaube ich, auch noch. Also der hat absolut geniales Set. Dann Grandiras. Ja, kann physisch wie speziell angreifen. Der hat physisch Sachen wie Outrage, Nahkampf, Feuerschlag, Ramboss, Erdbeben, Steinkante, was auch immer. Hat speziell Sachen wie Schuppenrasseln, Feuersturm, Aurasphäre, vierter Finger. Also ja, der hittet. Der hittet so ziemlich immer richtig gut rein. Hat so noch entweder ein D-Dance oder, weißt du, ich glaube, der Move heißt Seelentanz, kann das sein? Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es falsch ist. Also, ja, der und
wenn der so einen Full Boost durchbekommt, dafür, dann, das ist vielleicht auch eine Weakness Policy. Der ist gefährlich wie sonst was. Und dann noch Flampivian. Wir haben schon irgendwie Alarm von dem Ding gespielt in der Season. Liefert sich ganz okay ab, auch wenn ich mega Schiss vor den Viechern immer habe. Also vor dem ist genauso wie auch vor Gelaufen Pivian. Vor dem her ist es sich noch ein bisschen mehr, weil ich da die Fähigkeit, weil es wird da nicht so viel bringen, wenn ich die Fähigkeit aussetze. Weil, Sache war halt bei dem. Was war. Ich habe mir einen absoluten Faden verloren. Weiter bei Grafen Pivian wird das Erdbeben ja zum Beispiel nicht mehr geboostet, wenn ich die Ability. Wenn ich die Ability von ihm quasi disable. Bei zum Beispiel dem Life of Flampivian ist es. Da hat Erdbeben immer noch die normalen Damage, die es auch mit Life of hätte. Folglich, der würde dann deutlich mehr Schaden auf. Aufs Machen drücken. Ist einmal rein hypothetisch. Dann noch Raichu. Ist ein V-Switcher, ist schneller als alles in meinem Team außer Belektro und Barakiefer. A Fake. Und, ja. Der kann das Team auch mal gut supporten. Aber ich mal sagen, jetzt sind wir gerade bei etwa 11 Minuten, dann können wir auch mal das Team angucken. Gehen wir mal rüber. Rechts sehen wir die beiden Teams. Und dann fangen wir mal an, und zwar mit meinem guten alten G-Max-Star-Pass. Ja, der ist wieder recht offensiv. Spiele ich in der Zeit ja deutlich lieber. Ich glaube, das Wesen habe ich irgendwie gerade falsch drin. Der hat normalerweise, glaube ich, ein naives Wesen gehabt. Sorry dafür. Passiert mir in der Zeit häufiger. Ich versuche damit aufzuhören. Zumindest mal, wenn es passiert ist, nehme ich gerade am Abend auf, bevor das Video hier ankommt. Folglich, versetzt mir, ich kann gerade nicht mehr groß hier was machen, vor allem weil ich noch ein bisschen voraufnehmen muss für nächste Woche, weil ich da recht viel arbeiten gehen muss. Jo. Trotz Corona. Diese. Ja. Surfer, Gefriertrockner, Schlagbohrer, Bodyguard. Mit den ersten drei Moves hitten wir alles in seinem Team sehr gut. So wie immer, wenn ich da Pass mitnehme. Immer schön Coverage für alles dabei haben. Weil. Ja, diese Regel hier in der Liga, dass man quasi immer instant mega muss, die zwingt einen quasi dazu, immer mit dem G-Max-Mon Hyper-Offense zu spielen. Ich würde auch mal gerne ein defensiver Star-Pass spielen, aber geht halt schlecht. Mit dieser instant G-Max-Regel. Also eine Runde Zeit und dann erst G-Max-Regel. Na, ja, aber immerhin können wir hier mal ein bisschen was Defensiveres machen, so haben wir hier den Bodyguard drauf. Und zwar, habe ich das nur drauf, weil ich keinen Bock mehr hatte, jede Scheiß Woche mit meinem Lapras Getoxy-Stall zu werden. Also will ich, wenn ihr meine letzten, glaub, zwei Kämpfe anguckt, jedes Mal wurde Lapras Getoxy-Stallt. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und hier haben wir jetzt Bodyguard dabei. Wir wollen den vierten Move eh nicht zwingend. Und wenn ich dadurch meinen Lapras länger am Leben halten kann, nehme ich. Vor allem, wenn wir aus der G-Max draußen sind, dann vielleicht, noch so Aurora Share oder irgendwie einen Special Boost drin haben, dann gibt es auch wenig im gegnerischen Team, weil uns da wirklich so massivst wegballern kann. Weil ich doch so Barrikade oder so, aber sonst. Nee, sehe ich nicht. Also, Lapras, Leute, der ist geil. Als nächstes haben wir dann Rihornia. Wir haben hier die Grindleberry. Einmal für den Gigasauger von Depointox, weil Rihornia soll hier Depointox checken. Dann werde ich es nicht können, einfach nur weil dafür G-Max-Mons einfach zu heftig sind. Also wenn jetzt ein Gigasauger kommt, holt er noch das Grasfeld raus. Ich habe vergessen, das Wesen umzuändern, sorry. der hatte ein hartes Wesen. Auf jeden Fall, jetzt überleg mal, wenn jetzt das so ein G-Max-Depolitox ist, der holt seinen Gigasauger, seinen G-Max-Gigasauger. Ja. Trifft mein Rihorn ja heftig, dann kommt die Windowberry und dann kommt Grasfeld. Und am Grasfeld machen wir mit Erdbeben auch nichts mehr. Also, ist ein bisschen mies zu handeln, das Ding. Dann haben wir den Felszug dabei für etwaige Sub-Setupper, wie zum Beispiel, ja. Okay, Sub-Setup gibt's, kann heißen, mit dem Team ist nicht so viel, der ist es nicht so viel, wenn man jetzt denkt, jo, da muss ein Sub und ein Setup-Ruf, dann ist der geil. Aber ist das Spiel auch sehr praktisch für Mimikma,
damit wir auch direkt die Fähigkeit gebrochen bekommen. Und dann noch Schaden draufhauen können. Dein Eishieb noch für Grandiras, für Skull, nee, für Skull nicht, aber für Fuyal noch. Für Fuyal ist übrigens auch die Window, also die ist nicht nur für die Pumitox, die ist auch noch für etwaige Energy Balls von Rachi, etwaige Holzhammer von Mimikma, etwaige Blattgeißeln oder Tropenkicks von Fuyal oder ähnliches. Oder Strauchler von Raichu, also da gibt es ja genug, womit man Rihon da wehtun kann. Ja. Dann haben wir als nächstes mal ein Neuzugang hier quasi, ein kleinen Newbie bei uns in der Startelf, wenn man so sagen will. Und zwar ist Trifzipi das erste Mal dabei und da passt es wesentlich jetzt endlich mal. Und zwar hat der ein scheues Wesen. Der hat Spukball, Auflockern, Rückenwind und Trickbetrug. Zusätzlich den Hitzewahn und den Heißorb. Wenn man jetzt schon sieht, Hitzewahn, Heißorb und Trickbetrug. Was hat denn der Junge vor? Ja, ich hab keinen Bock auf Sachen wie Rachi und Mimikma oder auch auf Sachen wie Barrikadax. Weil ich lasse nämlich ein bisschen aufpassen, ob der Guts hat oder was der hat. Aber wenn ich jetzt mit Trifzipli dastehe, da kommt so ein Rachi drin oder ein Mimikma. Mimikma, wenn ich jetzt vielleicht so okay, da greife ich jetzt an. Shadowclaw killt nicht. Zwei Schattenstöße am Stück auch nicht. Ich glaube, Bandit Dunkelklaue kann killen, aber ja, Bandit Mimikma ist nicht unbedingt das Beste gegen mein Team, würde ich auch mal sagen. Ja. Wenn er so Mimikma dann ist, ich nehme dann per Trickbetrug den Heißhop geben kann, dass es ihn geburnt. Oder irgendwann geht es bei allen physischen Monstern, bei ihm kann das theoretisch auch bei Skyluck machen, aber bei Skyluck mal einen Trickbetrug reindrücken. Heißt, den Heißhop ist geburnt. Und ich habe dafür den Evoliten kann ich irgendeinem anderen Mon geben, was das dann irgendwas Nutzloses bekommt, dem ich ein wichtiges Item abnehmen kann. Dann zusätzlich habe ich hier Auflockern dabei, falls er Rocks legen will, kann er eigentlich mit Rachi, er kann halt T-Spikes mit Deponitox, er kann Spikes mit Hydragier legen. Ja, und noch Rocks mit Grandiras. Falls die kommen, kann ich hier defoggen, da habe ich den Spukball dabei, um den Hitzebahn auch auszunutzen, wenn ich den dann habe. Damit kann ich auch allem in seinem Team sehr guten Schaden drücken aus Barrikadax, aber in Barrikadax will ich eigentlich eh nicht drin bleiben mit meinem Trifzipli. Und dann, falls man irgendwie noch sowas ausnutzen will, habe ich noch einen Trickbetrug. Einen Rückenwind. Mit dem man dann irgendeinem Mon für 3 Runden ordentlichen Speedboost geben kann. Jo, das war's mit Trifzipli dann. Und als nächstes haben wir dann Galappa, der ist auch mal wieder dabei. Und ihr seht schon, wir haben da ein Item drauf, was wir bisher in dieser Season noch nicht gespielt haben. Und die Solarklinge. Ja, Solarklinge ist ein Move, den gibt es ja der 7. Gen, für die, die ihn nicht kennen. Ist auch nicht unbedingt der übelste Staple-Move. Ist quasi ein physischer Solarstrahl. Jetzt schaue ich mal das gegnerische Team an und wofür habe ich das wohl mitgenommen? Richtig, für Gastrodon. Ja. Gortrom ist nicht wirklich gut in dem Matchup. Vor allem wegen Skaluk, weil Skaluk halt in so eine Trommelschläge absolut krank reinkommt. Rachi kommt da auch rein, da kommt die Pomotox rein. Das Team ist dann auch teilweise einfach zu schnell für meinen Gortrom, also allein das komplette Free-Tier ist schneller als Gortrom. Rachi, Mimikma sind schneller, Hydra-Gel ist schneller. Und es sind halt viele Monster dabei, die Gortrom halt easy weghauen können. Scarf kann ich dann eben nicht spielen, wegen eben Jump Eating oder wenn ich halt EQ drücken will, geht er in Skaluk oder in Fuyal. Ist schwierig das Ganze. Vor allem muss ich irgendwie anders behelfen und deswegen will ich hier mit Galoppa Gastron reinlohnen, um dem dann direkt eine Solarklinge ins Gesicht zu drücken. Mit Power Hub aktiviert sich die sich ja auch direkt. Schönerweise. Wodurch er mit Gaston auch nicht mehr drauf reagieren kann. Heißt, wenn er mit Gaston auch direkt drin bleibt, keine Rhinoberry hat, ist Gaston auch instant weg. Was dann natürlich sehr praktisch ist. Dann spielen wir noch den Flammenblitz, die Fährstecke und den Knuddler, einfach nur um das restliche Team noch schön abzurunden. Also bei ihm das restliche Team mal treffen zu können. Mit diesem Mon treffe ich alles im gegnerischen Team. Sehr effektiv.
außer mit Mikma. Aber wie gesagt, alles sehr effektiv. Und Körper hat jetzt nicht unbedingt den höchsten Angriff, aber eben die müssen die trotzdem nicht sehr effektiv getroffen werden. Vor allem eben nicht physisch. Speziell geht vielleicht noch, aber physisch, nee, das willst du nicht. Wirklich, Galoppa kann hier, glaube ich, sehr gute Work machen gegen das Team. Vor allem, weil ich mit Galoppa schneller bin als alle Mons außer Hydra-Gel. Und ja, der kann sehr gut Work machen. Oh, sie ist ja Cassie, ne? Ja, Next Mon ist dann das Mon, was wir am Anfang, von dem irgendwie immer jeder im Team unbedingt Angst hat, dass ich bisher aber nur zweimal oder so dabei hatte. Das bisher, glaube ich, einen Kill oder so hat. Und zwar Tegefalo. Wir spielen die Finsterauer, den Dracometeor, den Feuersturm und den Kraftgold. Das hat mal wieder alles im Team sehr gut. Außer eben sowas wie Gastrodon, was wir halt sonst, was wir nicht wirklich gut hitten können mit Tegefalo. Jetzt haben wir sich vielleicht, warum Kraftkoloss, warum nicht irgendwie U-Turn oder sowas. Ja, Kraftkoloss brauche ich dann für Barrikadax, falls es irgendwie am Eskalieren ist. Weil ich ihn einmal direkt wegballern kann, deswegen auch keinen Fokusstoß, einfach nur, weil es mir unsafe ist. Wenn wir mit Kieferlo reingehen und sowas, wollen wir eigentlich fast immer auf Dark Pulse gehen, weil es wegen des gegnerischen Teams quasi spammen können. Da kommen halt nur Skalik und Gandiras rein, die müssen auch beide nicht unbedingt safe dabei sein müssen. Also, er hat genug Offensive, die er nicht mitnehmen kann, damit er Gandiras nicht mitnehmen muss. Er kann es auch gut mitnehmen, einfach nur weil, ja, wenn der seinen Full Boost durchbekommt, dann flext er mich weg. Also schaue ich mal hier nach dem Seelentanz mal Aurasphäre, Schuppenrasseln und Feuersturm gegen mein, oder Flammenwurf gegen mein Team an. Das hurtet ungemein. Also, immerhin sind wir mit Trigifalo schneller und sollen den auch mit Dracometeor dann handeln können. Folglich muss es auch nicht sein, dass Grandiras dabei ist, aber es kann schon hart werden, so. Jo. Dann nehmen wir noch einmal das letzte Mon und das ist auch dann der letzte Debütant dann quasi, und zwar Costoso. Und zwar habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich ein bisschen Schiss vor diesem Barrikadax habe. Und da ist Costoso eigentlich die passende Antwort. Der kann die Moves von Barrikadax sehr gut abfangen. Wir sind ja auch voll Fist-Dev. Mit dem pfiffigen Wesen. Also quasi das Maximum an Bulk, was man auf einem Barrikadax haben kann. Auf einem Costoso haben kann. Oder immer auf einem Mon haben kann. Close Combat ist kein Two-Shot. Coolerweise. Obwohl es ja sehr effektiv ist. Es liegt halt an Flauschigkeit. Weil es ja alle Kontakt-Moves halbiert. Also alle Damage von Kontaktmoves immer halbiert. Wollte ich, wie gesagt, sehr stark gegen Breakadax, auch sehr gut gegen sowas wie Fuyal oder Rachi ist es auch recht gut, deswegen, wenn wir halt wissen, ob es ein physisches ist. Gegen Mepic macht er auch gut Work, mit Dunkelklaue. Also der kann alles, was hier physisch ist, außer wahrscheinlich Flamphibian, weil Flamphibians Flammenblitz ist dann sehr effektiv, dank der Flauschigkeit. Also Flauschigkeit halbiert Kontaktattacken, aber verdoppelt dafür Feuerattacken, für die es nicht wissen. Also, wir kommen in alles, was physisch ist, gut rein, außer in Flampivian, weil der hat Flammenblitz. Jo. Aber ich würde mal sagen, das war's dann mit dem Teammating gegen den Blocky. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst irgendwas da. Like, Dislike, Kommentar, whatever, Abo. Und wir sehen uns dann morgen beim Kampf gegen Blocky. Bis dann und...